auf, und da verrate ich dir die Marinade von meiner Oma. Hört sich an, als ob ich pinkel hier unten, ey. Sieht doch so aus. Oh, Alter. Ist das genial, ey. Also wir sind jetzt hier gerade in Dörferden mit Carsten Mügge und das ist eins von seinen Spargelfeldern und ich wollte jetzt eigentlich ganz gerne mal ein bisschen Spargel stechen, habe ich nämlich auch noch nie gemacht. Und nachher gibt es Spanferkel mit Felicitas Teen. Da ist der erste. Und dann ey, da. Ist voll geil. Wie so ein kleiner Pilz. Dann kratzt man ihn so frei, dann nimmt man das Messer, fasst ihn so etwas an und sticht ihn dann so ab. Und man darf jetzt nicht zu tief stechen, weil da unten ja die Pflanze drin ist mit den Kronen. Und wenn ich da jetzt zu tief reinsteche, dann mache ich die Pflanze kaputt. Okay. Das ist aber krass aufwendig. Warum ist das überhaupt immer so erhöht? Weil Spargel ist eine Staudenpflanze, die wird in die Erde gepflanzt. Dann muss sie erst mal ein Jahr anwachsen und dann kann sie erst geerntet werden. Wenn Spargel ans Licht kommt, wird er erst blau oder violett und dann wird er grün werden durch die Sonneneinstrahlung, durch das Chlorophyll. Und um das zu umgehen, ist der Damm aufgeschüttet. Und dann wächst er in den Damm rein und dann wird er abgestorben. Und die Plane, wozu ist die da? Die ist dafür da, dass wenn die ersten Köpfe rausgucken, wie man es da hinten jetzt so ein bisschen sieht, dass die nicht auch gleich violett werden. Also der braucht ein Jahr, das heißt, wann pflanzt man den aus? Der wird im Frühjahr gepflanzt, so je nachdem wie das Wetter ist im Frühjahr, so ab Mitte März kann man den pflanzen. Und dann treibt er aus, und dann kann ist man dann auch grün und buschig und dann wird der im Herbst wird das Spargelkraut abgehäckselt und dann würde dann im nächsten Jahr würde dann der Damm darauf gesetzt werden. Mit einer Maschine, das passiert erst danach. Ja. Was sind so die Temperaturen, die ein Spargel so ab braucht? Ab 12 Grad Bodentemperatur fängt der Spargel an zu wachsen. Und darum wird eben auch die Folie drauf gemacht, weil wenn jetzt die Sonne scheint, zieht schwarz, oder anders gesagt, schwarz reflektiert ja nicht und dann wird der Damm etwas besser erwärmt und kommt dann eben eher in Gang. Woran liegt das, dass man Spargel jetzt nicht zweimal ernten kann zum Beispiel? Also rein theoretisch haben wir ja im August und September auch gute Temperaturen, oder nicht? Ja, wir sind ja im Grunde genommen ein bisschen fies. Der Spargel treibt aus, möchte gerne sein Laub bilden und dann stechen wir ihn ab. Und dann würde denn die Pflanze hat mehrere Knospen. Erst wächst die eine Knospe und dann die andere. Und wenn man die jetzt immer weiter abstechen würde, dann würde die Pflanze irgendwann erschöpft sein. Okay. Dann lässt man ihn jetzt, deswegen ist auch am 24. Juni Schluss. Damit die Pflanze danach wächst die gleiche Pflanze raus aus dem Damm und bildet dann das Laub, um dann Chlorophyll einzulagern und Reservestoffe einzulagern, um dann wieder von vorne anzufangen. Fürs nächste Jahr dann wieder Kraft zu sammeln, ja. Okay. Ja, dann fangen wir doch einfach mal an. Wo kommen eure Spargelstecher her? Unsere kommen aus Polen. Und das hat das irgendeinen Grund oder hat sich das einfach im Laufe der Jahre so? Das hat sich im Laufe der Jahre so herauskristallisiert. Und wir haben ja nahezu Vollbeschäftigung in Deutschland und dann ist es natürlich schwer, Arbeitskräfte zu finden. Wie viel Kilo ernten die jetzt so an so einem Tag wie heute? 200. So, wo jetzt hier nichts ist, wird natürlich die Folie wieder zugemacht. Jo. Dann geht man immer ein Stück. Das sieht so unertragsreich aus, wenn man immer so richtig auf der Suche ist nach diesen einzelnen Spargelstangen. Wenn man sich ja, wir sind jetzt ja noch am Anfang der Saison und gestern war es ja sehr kalt. Ach ja, stimmt. Gestern hat's auch heute Nacht hat es ja sogar noch gefroren stellenweise. Ja. Und dann wächst der Spargel natürlich nicht so gut, ja, als wenn wir jetzt 30 Grad im Schatten hätten die ganze Woche. Dann wird hier ein Spargel am anderen stehen. Woher weiß ich jetzt, wie weit ich gehen darf? Das kriegt man mit der Zeit raus. Also ein bisschen angraben und dann... So? Er sollte 24 cm sollte er lang sein. Das reicht 24, jetzt. Das reicht. Okay. Man kann ja ein bisschen... Tada! Ein schöner Spargel. Ja. Das wäre jetzt also erste Sorte. Der würde dann jetzt beim Sortieren wieder nachher hier noch abgeschnitten, dass es gerade ist und natürlich auch noch gewaschen. Okay, das macht ihr alles dann auch noch? Das machen wir dann auf dem Hof. Wenn so im Juni oder so, das ist ja echt schon schön warm dann hier auch auf so einem Feld, ne? Ja. Vielleicht kannst du noch mal was zu den Klassen sagen. Das wird wahrscheinlich ein Suppenspargel werden, also 8 bis 12 mm. Das wird ein Einser werden. Und das wird wahrscheinlich, weil er ein bisschen krumm ist, wird das schon dritte Sorte oder Haushaltsspargel werden. Weil er ein bisschen krumm ist? Ja. Und jetzt suchen die hier so felderweise die Köpfe halt ab. Ich merke schon, du hast ein etwas geschulteres Auge als ich. So, ich würde sagen, dann pflücken wir noch den letzten hier. Isst du denn selber auch noch gerne Spargel? Wenn es geht, jeden Tag. Ja. Schon alleine diese gebückte Haltung die ganze Zeit.
wenn ich mir dann vorstelle, dass es jetzt noch ein bisschen wärmer wird, ist schon anstrengend auf jeden Fall. Der gestochene Spargel müsste jetzt gewaschen werden, ja, und dann möglichst schnell runtergekühlt werden, ja, damit er seine Qualität behält. Ja, vielen Dank, dass wir immer hier ein bisschen Spargel stechen durften. Das ist wirklich sehr, sehr anstrengend, vor allen Dingen, desto wärmer es wird und diese gebückte Haltung vor allem. Wir fahren jetzt noch mal ganz kurz zur Sortieranlage, richtig? Ja, dann zischen wir doch mal ab. Wir machen heute einen Spanferkel und ich zeige euch nicht, wie es getötet wird und gar nichts, aber ich zeige euch, wie man es zubereitet. Und das sieht auch schon nicht unbedingt besonders nett aus. Das heißt, wenn ihr das nicht sehen möchtet, dann spult hier vor zur Minute XY, die jetzt eingeblendet wird, und dann steigt ihr quasi bei der eigentlichen Hauptfolge ein. Felicitas Teen hat ihren Weg zu uns ins Kochmastudio gefunden. Ich freue mich sehr, denn du bist ja auch quasi eine Kollegin. Jetzt habe ich hier Basilikum, wilden Knoblauch und wilden Fenchel. Das kommt jetzt hier auch oben drauf. Ein kleiner Schub Sahne. Die kleinen Muscheln sind fertig. Ich freue mich sehr, dass ich da sein kann. Und ich muss auch zugeben, dass dieses Spanferkel-Ding ein bisschen auf meinem Mist gewachsen ja, ist. Ja, ich habe ihr so ein paar Sachen vorgeschlagen, was wir machen können. Ich dachte so, ja, Spargel stechen. Und sie so, naja, ich komme ja ins Klimasland. Können wir nicht irgendwas machen? Können wir ein Loch buddeln oder was bauen oder Dings? Und oder vielleicht, ja. Und dann kam mir die Idee, dass wir hier ein Spanferkel-Grill-Moped rumstehen haben. Und dann dachte ich, ja gut, Sommer, Grillen, Spanferkel, let's go. Aber ich glaube, keiner von uns beiden hat darüber nachgedacht, dass wir wirklich ein Babyschwein jetzt irgendwie hier haben mit Kopf und Lappenohren. Ja gut, aber ob es jetzt eine Wurst ist oder ob es hier so liegt, das ist halt die nackte Wahrheit im wahrsten Sinne des Wortes. Und eigentlich wollte ich das mit Hauke Hollmann euch zeigen, wie es jetzt hierher gekommen ist. Dem ist aber privat leider was dazwischen gekommen. Er hat mir aber hier einen kleinen Notizzettel mitgegeben, denn es ist aus Schesel, es ist draußen gelaufen seit Mitte April, es wurde vor 3 Tagen geschlachtet. Und es hatte bis jetzt ein sehr kurzes, aber sehr schönes Leben. Und es ist wirklich kein schöner Anblick. Es sieht halt wirklich aus... Ja. Noch nicht. Ja. Wenn es erstmal knusprig ist. Wenn es knusprig ist, sieht es hoffentlich ein bisschen schöner aus. Und das hat jetzt den ganzen Tag, also wie viele Stunden waren es jetzt? 10 Stunden, 8 Stunden ungefähr, in einer 10%igen Salzlake mit ein paar Gewürzen gelegen. Und wir garen das jetzt sous-vide. Genau. Das ist wie so ein Tauchsieder, aber mit Verwirbler. Das heißt, hier gibt es dann überall die gleiche Temperatur. Wir stellen das jetzt auf 74 Grad. Dann ist das Schwein da vielleicht 6 Stunden drin, bis überall wirklich im Schwein sozusagen die 74 Grad sind. Und dann müssen wir es morgen nur noch knusprig braten, ist dann quasi schon durch. Richtig gute Temperatur, aber noch nicht knusprig. Okay, dazu müssen wir das Ganze jetzt aber erstmal irgendwie verpacken. Ich habe hier noch Vakuumierbeutel. Und wir müssen das jetzt irgendwie da reinkriegen. Weil beim Sous Vide Garen ist es so, dass man quasi das Fleisch immer in einem Plastikbeutel tut. Nicht ins Wasser, sondern vor Wasser geschützt. Ja. Das heißt, wir müssen das Ding jetzt ein bisschen strecken. Alter, das ist schwer. Guck mal, wie wiegt das? Wie wiegt das? Das ist... Oh, scheiße, Alter. So. Na, guck. Ey, nicht so schlecht. Komm, wir klatschen ein. Oh, Mann. Hey. Sorry. So. Wollen wir noch ein paar Aromaten mit reintun? Ja. Sous Vide Garen funktioniert auch super mit Steak. Man muss nicht immer ganze Schweine nehmen. Siehe Folge Spülmaschine. Genau. Okay. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Ja, richtig gut, ey. Jetzt mit vereinten Kräften heben wir es jetzt einfach in die Wanne. Das Badewasser ist schon eingelassen. Jetzt hängen wir den mal hier rein. Guck mal, jetzt kann ich hier unten einstellen, welche Temperatur es dann haben soll. Später. Und jetzt machen wir 74. 74. Go. Go. Morgen geht's dann weiter und dann wird gegrillt. Ich bin richtig gespannt auf mein erstes Spanferkel. Gott sei Dank. Ich habe auch ein sehr gutes Gefühl. Eine Nacht ist vergangen. Wir haben gut geschlafen und das Ferkelchen hat 6 Stunden lang in seiner Wanne geruht. Erzähl doch nochmal, was machen wir jetzt genau? Wir haben hier jetzt wunderschöne Zutaten. Ich habe Spargel gestochen und den Rest habe ich in deinem Namen besorgt. Genau, wir machen jetzt 2 verschiedene Beilagen zum Schwein. Einmal eine Spargel-Focaccia, also so ein bisschen Brot, italienisch, und dann einen asiatischen Spargelsalat.
Cool. Mit Reisnudeln. Cooler Mix. Das Schwein ist jetzt quasi schon durchgegart. Man könnte es jetzt so essen, aber das ist eher Eisbein-Style. Ja. Und wir wollen es ja schön knusprig haben, deswegen schön kommt es jetzt auf den Grill. Auch hier, ne? Ja. Aber wieso? Es riecht auf jeden Fall sehr lecker. Aber ich finde, jetzt sieht es auf jeden Fall schon mehr wie ein Gericht aus als gestern. Ja, gestern sah es einfach nur aus wie ein totes, nacktes, weißes, kaltes, trauriges etwas. Ich finde es jetzt okay. Also wir machen jetzt den Focaccia-Teig. Wo ist denn hier die Anzeige? Tada. Ach, mal guck. Ganz klassischer Hefeteig. Wir brauchen Mehl. 405 oder noch besser wäre 00. Das gibt es in Italien ganz viel. Ich war ja gerade in Italien. Echt? Italien ist geil. Ja, also wenn man das italienische Essen feiert, dann... Tachchen! Hallo! Dann ist es doch bestimmt richtig geil, oder? Büffelmozzarella, Nudeln, Pasta, Antipasti, Knoblauch, Gewürze. Ich habe in Napoli Pizza gemacht und ich habe an einem Tag 3 Pizzen gegessen, wirklich. Krass. Und die fangen ja schon morgens an mit so viel Süßigkeiten. Meistens dann so eine Kleinigkeit, sogar das Schokocroissant oder so und dann ja. Pizza, Pasta. Ich muss mal eben kurz hier ein bisschen Wasser einlassen. Gut. Ich habe jetzt hier 2 Würfel Hefe, die werden da reingebröselt. Weißt du, was ich gelernt habe in Italien? Wenn die Hefeteig machen in Napoli, nehmen die auf 15 Kilo Mehl 1 Gramm Hefe. 1 Gramm und dann lassen sie den 48 Stunden ruhen und dann macht die Hefe, vermehrt sich und vermehrt sich und vermehrt sich und am Ende hat man genug Hefe bei 1 Gramm. 1 Gramm. Das ist krass, ne? Das ist mega krass. So viel. So viel Hefe für 15 Kilo Mehl. Zora sitzt nämlich da unten, falls sie sucht. Das hört sich an, als ob ich pinkel hier unten, ey. Sieht auch so aus. 750 hast du gesagt? Genau. Wir geben noch ein bisschen Zucker mit rein, weil Hefe isst ja sehr gern Zucker. Salz? Unbedingt. Schlimmste ist ja, wenn man beim Brotbacken oder so Salz vergisst, schmeckt nach überhaupt nichts. Ja, Brot ohne Salz ist hart, fürchterlich, ne? Fürchterlich. Hast du eine bestimmte Menge oder so? Ich würde 4 Teelöffel sogar nehmen. 3, 4. So koche ich auch. Okay. Danke. Und wir machen das erstmal ohne Öl, weil Hefe mag ja nicht so gern Fett. Und dann geben wir später ein bisschen Öl dazu. Okay. Ja, Focaccia ist ja danach so ein bisschen in Öl gebadet, ne? Sehr. Und weißt du was, ich hacke uns noch ein bisschen Rosmarin, weil ich finde es ganz geil, wenn der Teig schon Rosmarin hat. Ja, ups, ich bin hier festgeblieben. Soll ich schon mal anfangen, Spargel zu schälen? Klar. Ja. Ich finde Spargel schälen nicht so geil, deswegen kaufe ich immer den grünen, weil so viel Arbeit. Wie machen wir denn die Focaccia? Wie kommt der Spargel dann letztendlich rein? Ich würde sagen, auf die Focaccia können wir den grünen Spargel roh machen. Ja. Wir brauchen ja für die Salate auch weißen Spargel. Ja, dafür schäle ich den einfach, ne? Und dann kochen und dann erzählst du mir, wie du es weitermachen möchtest. Warum hast du den denn nicht schälen lassen? Konnte man das dann nicht machen auf dem Spargel? Ja, doch, aber ich dachte, da haben wir ein bisschen was zu tun, können ein bisschen quatschen hier, weißt du? Ich habe eine Freundin, Theresa, die isst in der Spargelzeit jeden Tag Spargel, mittags und abends. Nichts echt? Anderes, nichts anderes, wirklich. Das ist krass, aber wenn die aufs Klo geht, ey. Darum, dass so ist, ne? Ja, das reicht ja schon, wenn du Hühnerfrikassee isst. Und du hast nur ein Stück Spargel in Hühnerfrikassee. Ja, das ist so krass, ey. Naja, jetzt haben wir schon zweimal über Pinkeln geredet. Ja, du bist ja sozusagen eine Kollegin von mir, ne? Du hast ja auch deinen eigenen YouTube-Kanal und so. Wie lange machst du das schon? YouTube mache ich jetzt seit ungefähr 3 Jahren, aber ich muss zugeben, dass ich meinen Kanal manchmal ein bisschen vernachlässige. Also ich mache so alle 2 Wochen ein Video. Aber du machst das alleine, ne? Du hast nicht... Genau, ich habe ein Kamerakind, Felix, der dreht das. Und ich mache aber auch ganz viel Urlaubsvideos und das mache ich mit dem iPhone. Ich habe so einen ganz geilen Gimbal. Und ich habe mir eine Drohne gegönnt. Geil. Ja. Und das ist so ein bisschen, was ich gerne mache. Ja, du bist viel unterwegs, ne? Ja, sehr. Ich finde, also ich habe mir immer gewünscht, mit Essen mein Geld zu verdienen. Und jetzt ist halt so quasi der neue Plan mit Geld. mit Geld Reisen zu verdienen? Der neue Plan ist genau, mit Essen und Reisen mein Geld zu verdienen. Geil. Ja, ich glaube, das ist ein Traum, den viele teilen wahrscheinlich. Ja, obwohl ich kenne auch Leute, die haben gar keinen Bock, so viel von zu Hause weg zu sein. Ne? Dieses Jahr sind es, glaube ich, 220 Tage, die ich nicht zu Hause schlafe. Boah, das ist krass. Würde gar nicht jeder wollen. So, ja, ne? Ja. Und wenn man irgendwann eine Familie hat, geht es halt nicht mehr. Oder, aber ich bin alleine und ungebunden. Deswegen. Auch das teile ich mit dir. Du bist auch ein ziemlicher Vietnam-Fan, habe ich mitgekriegt. Ja, Vietnam ist mein absolutes Lieblingsland. Ich finde einfach, dass die Küche so geil schmeckt. Schmeckt sauer, süß, salzig. Wie oft warst du schon da? 4-mal war ich schon in Vietnam. Krass. Ich gehe mal mit dem Rosmarin zum Teig. Okay. Sie kämpft auch ein bisschen hier, die Küchenmaschine. Ja. Vielleicht nehme ich es gleich mal raus und mache es mit der Hand weiter, ja. Oder? Ist es nicht lässig? Aber du kannst auch mal festhalten und mal. Hast du schon einen hochgestellt? Packt sie. Die kann das. So, pass mal auf, mir reicht das jetzt hier. Machst du per Hand weiter? Ja, klar. Du bist auch so gar nicht zimperlich, ne? Nein.
Deswegen habe ich mir auch Spatenpack ausgesucht. Ja, echt, ey. Wollen wir dem noch einen Namen geben? Nein! Nein, lieber nicht. Du hast aber keine Ausbildung gemacht, ne? Nee, und ich glaube, dass es manchmal fast ein Vorteil ist, weil ich es halt einfach aus der pursten Leidenschaft mache, ja, die Kocherei. Und zwar ja auch gestern so, nachdem wir quasi abgedreht hatten, was haben wir gemacht? Gekocht. Ja, so, ne? Und ja, dann für alle quasi hier gegrillt und Brot gebacken und so. Also das ist wirklich, das ist kein Fake. Aber hast du mal drüber nachgedacht, eine Ausbildung zu machen oder war das für dich von Anfang an klar? Ich habe mir mit 16 das Buch gewünscht, was man in der Ausbildung liest, Der junge Koch. Der junge Koch, da kam schon öfter zu. Und das auswendig gelernt. Echt? Ja. Also ich habe halt schon als Kind mir für die Zugfahrt und so habe ich mir Kochzeitschriften gekauft, noch nie eine Modezeitschrift. Schon als Geil, Kind ja, immer nur diese Kochzeitschriften und Kochbücher. Ich bin ein richtiger Nerd. Ein richtiger Kochnerd. Ja. Geil. Du machst jetzt nicht nur YouTube, ne? Du hast auch noch irgendwie die andere Kochsendung mit deinem Truck da. Genau. Ich habe bis letztes Jahr Streetfood gemacht, aber es ist ja so ein unberechenbares Geschäft. Meist Wetter gut, meist Wetter schlecht. Ja. Und irgendwie, mir hat es so leid getan, manchmal dann 200 Burgerbrötchen wegschmeißen, ja, zu müssen oder so. Das ist krass. Der Teig ist jetzt gut soweit. Ready to go. Den packe ich jetzt wieder rein. Ich mache manchmal so ein bisschen Öl in die Schüssel, dann geht der Teig nachher besser wieder raus. Spargel ist geschält, okay. Teig steht in der Sonne. Wir haben jetzt Projekt Spanferkel auf. Ich hol den Spieß, ja? Oder? Ist der jetzt nicht, ist die Folie so, Er ist nicht heiß, wenn du das wissen wolltest. Das wollte ich wissen, danke! Aber es ist lauwarm. Okay, pass auf, ich hab's noch nie gemacht. Leute, die ein empfindliches Gemüt haben, sollen jetzt vielleicht nicht zugucken, wie wir wo den Spieß in das Spanferkel reinstecken. Wo geht es denn rein? Boah, Alter, das ist so schwer. Aber müssen wir... Hier. Oh. Geil, wir machen das jetzt. Ja, kommst du durch? Weiter. Zieh's mal ein bisschen gerade. Ja. Na, guck. Da ist er. Ja. Oh. Krass, das ging einfacher geschafft als gedacht. Hä? Das ging einfacher als gedacht. Boah, ich bin ganz schön stolz auf dich, tatsächlich. Wollen wir das noch ein bisschen einritzen? Ja. Damit es nachher so eine richtig schöne Kruste kriegt. Ja, haben wir überhaupt schon... Jeder von einer Seite? Willst du mitmachen? Ja. Viel zum Ritzen. Das ist immer so, im einen Moment bin ich immer so, lecker. Und dann im nächsten Moment wieder, nein, so, ich würde es so gerne nicht mögen, aber... Nun haben wir es uns ausgesucht und jetzt müssen wir es auch mit Liebe jetzt und Respekt behandeln und so lecker wie möglich machen, damit es nicht umsonst gestorben ist. Und ich bin ja auch einfach dafür, dass man wirklich selten Fleisch isst und wenn dafür eben gutes Fleisch und nicht diese billig Wurst aus dem Supermarkt. Oh nee, sondern das geht gar nicht. Oh, oh. Oh. Genau, wenn ein Messer runterfällt, wegspringen, nicht versuchen zu fangen, das ja? Richtig. Das habe ich in der Ausbildung des Öfteren zu hören bekommen. Pass auf, wir machen das jetzt so richtig wie so auf dem Bau. Jeder nimmt das Tier und dann tragen wir es rüber. So, ich gehe mal hier hinten hin. Das Teil muss hier rein. Während wir gerade da die Sachen vorbereitet haben, hat Waldo sich so netterweise ums Feuer gekümmert. Das heißt, die Kohleschalen sind da hinten jetzt heiß. Und wir müssen jetzt noch mal eben das Spanferkel hier festmachen, dass sich das quasi mit der Stange auch mitdreht und sich nicht nur die Stange in dem Schwein dreht. Hau mal an den Motor. Na guck! Perfekt! Wir schieben jetzt einfach hinten mal die Kohle runter. Ja. Und das ist ganz praktisch, wenn man hier nebenan so einen extra Grill hat, wo man einfach heiße Kohlen drin hat, dass man das dann einfach nachlegen kann. Beziehungsweise hier auf die richtige Temperatur bringen und dann die Schubladen befüllen kann, sozusagen. Na, Opti. Ich glaube, Fred Feuerstein wäre stolz auf uns. Okay, so. Und jetzt würde ich sagen, go, oder? Wow. Aber jetzt weiß ich auch, wofür das Guckloch ist. Hallo. Passt das? Ja. Dann machen wir jetzt die Beilagen. Und zwar grüne Spargel. Focaccia. Genau. Mit Ziegenkäse? Ja. Oder was sagtest du? Genau. Ja. Und den weißen Spargel, den kochen wir. Ja, müssen wir noch die Enden abschneiden, ne? Schälst du grünen Spargel oder nicht? Also ich bin ja ein sehr geiziger Mensch. Also nein, nicht geizig, aber ich hasse Essen wegschmeißen. Oh, deswegen ja, tatsächlich schäle ich ihn immer im unteren Drittel. Es gibt ja auch den Trick, dass man den bricht. Und an der Stelle, wo er bricht, ist er nicht mehr holzig. Ja, also ich würde jetzt einfach unten so ein Stückchen abschneiden. Ich würde sagen, wir garen den Spargel dann richtig schön al dente, weil es ja für einen Salat sein soll. Ja.
Kocht noch gar nicht, ne? Nee, ich könnte da vielleicht mal einen Deckel drauf machen. Gute Idee. Hat er nicht, ne? Klassiker. Das ist wirklich ein Klassiker. Oh, so blöd, ey. Ich hab einen Ohrwurm. Felicitas. Albano Romina Power, yay! Yeah. Das mussten meine Kollegen in Italien immer die ganze Zeit anhören. Und ich bin ja bekennender Eros Ramazzotti-Fan. Echt? Ja, sehr. Se basta su una bella canzone. Kannst du Italienisch? Nein. Doch, wenn ich Eros Ramazzotti singe, sehr gut. Dann ja. Wirklich. Ich gehe noch mal kurz an unser Spargelwasser. Ja. Und würde dann jetzt einfach ganz klassisch ein bisschen Zucker, ein bisschen Salz, ein bisschen Butter, richtig? Ja, und ich mache auch ganz gerne noch ein bisschen Zitrone mit rein. Ja, habe ich auch schon gedacht, haben wir aber nicht, nehmen wir Limette. Okay. Wenn ich Spargel zu Hause koche, also nicht für einen Spargelsalat, einfach so, mache ich das meistens in der Alufolie im Backofen. Echt? Dann gart der so in einem eigenen Saft und dann... Geil. Weil wenn das Wasser schmeckt ja voll nach Spargel, ja. Also ist der Geschmack ja wahrscheinlich nicht mehr im Spargel, sondern im Wasser. Und deswegen man kann ist auch geil. Jetzt schon, wenn man das Wasser zum Kochen bringt, die Spargelschale könnte man auch schon mit reinmachen. Dann hat das Spargelwasser auch schon einen schönen Spargelaroma. Stimmt. Und wer sammelt das nachher wieder raus? Eben. Du hast hier irgendwo Ziegenfrischkäse im Haar. Mein Traum weil ist, sie zu viel genascht hat. Mein Traum ist es ja irgendwann so ein Haus im Grünen zu haben und den ganzen Tag Mehl im Haar, weil ich den ganzen Tag am Backen bin, Gäste vorbeikommen, Kuchen, auch Brot. So gerne. Ich backe jeden Tag ein Brot. Echt? Ja. Dann können wir schon mal anfangen, die restlichen Zutaten zu schnibbeln. Okay. Und zwar give me something. Finde ich Mango immer sehr schön in asiatischen Salaten. Ich finde, Mango ist sowieso eine geile Frucht. Wie schälst du deine Mango? Wie möchtest du sie geschnitten haben? Das kannst du dir. Also ich finde, so vielleicht was kann ich ja mal eben einen kleinen Mango. Mango-Trick. Den Krempeltrick? Den Krempeltrick. Das ist so schön, oder? So, und jetzt könnt ihr schön, wenn ihr eure Mädels zum Brunchen eingeladen habt, das auf die Obstplatte machen. Es gibt offensichtlich viele Mango-Tricks. Ja, hau ich raus. Ich hab auch noch einen. Ich nasch schon mal den ersten. Und zwar so. Und jetzt braucht man ein Glas. Und dann kann man das Fruchtfleisch, kann man das nämlich so... Guck mal. Yeah, geil. Kann man jetzt so einen Applaus einblenden? Ja. Okay, ja, sehr geil. Das heißt, ich fange jetzt an, die Mango zu schneiden. Nicht nasche. Nee, isst du mal, ich koche. Lecker. Ich mache mal weiter mit der Schnibbelei und zwar. Mach mal, Paprika. Ich mache hier. Okay, Chef sagt, 20 Minuten sind um. Ich gucke schon mal eben rein. Geil. Aber ich finde, es sieht tatsächlich schon ziemlich gut aus. Ja. Aber ein bisschen kann noch, dann haben wir noch ein bisschen ja, Zeit voll, jetzt. Ja, voll, voll, voll. Dann hol ich den jetzt mal raus. Ja, ich glaube, den kann man rausholen. Ich bin ja so eine Nascherin beim Kochen, ne? Oh, ich auch, schrecklich. Das ist immer kacke, weil wenn man dann für Leute kocht, hat man dann, wenn man fertig ist mit Kochen und das Essen gibt, kann man Hunger mehr, ne? Hat man gar keinen Hunger mehr. Magst du dein eigenes Essen nicht? Nee. Doch, deswegen habe ich es doch schon vorher gegessen. Stimmt, macht Sinn. Das Wasser brauchen wir nicht mehr, mal eben ganz kurz, ne? Ich glaube, nein. Nee. Okay. Doch, die Reisnudeln. Lass uns die Nudeln doch auch gleich in dem Wasser kochen. Ja, aber die müssen ja nicht kochen, die kann man einfach nur ziehen lassen, oder? Ja, aber können wir ja zum Beispiel hier machen. Soll ich schon? Why not? Why not? So, machst was du noch mehr Mango? Schalotten? Warte, noch ein bisschen Mango, oder? Noch wir sind ja echt viele Mango. Leute. Du hast seit ungefähr 10 Leute sollen wir kochen, ne? Ja, kann man. Ja, der Tisch ist ja schon voll anscheinend. Haben alle Bock auf Spanferkel da drüben. Habt ihr Bock auf Spanferkel oder was? Sag mal, dann würde ich jetzt mal das Dressing machen. Ja. Und zwar mache ich so eine Art Erdnussdressing. Ich habe hier geröstete und gesalzene Erdnüsse. Die werde ich jetzt grob mörsern. Man kann also auch einfach dann am Ende pürieren, wenn man jetzt keinen Mörser zu Hause hat. Aber ich mag irgendwie diese Ungleichheit, dass man nicht ein bisschen groß ist, ein bisschen klein ist. Außerdem finde ich auch Mörsern allgemein ziemlich geil. Sehr sinnlich, ja. Es hat so was Schönes Handwerkliches auch. Ich glaube, das haben wir von Jamie Oliver. Was kann ich noch tun für deinen Glasnudelsalat? Was ist mit den Nudeln? Oh, die sind schon längst fertig. Oh, die brauchen eigentlich nur eine Minute. Waren jetzt leider 8. Geil, wir machen gleich mal ein bisschen Öl drauf, weil sonst haben wir am Ende eine riesige Reisnudelpampe. Jo. Dann mache ich auch gleich hier weiter mit dem Dressing. Und zwar jetzt relativ klassisch asiatisch-vietnamesisch mit Knoblauch und Ingwer und Fischsoße, Chili, Honig, Limettensaft. Das ist es eigentlich. Ja, erzähl mal, du hast ja krass viele Fernsehwettbewerbe mitgemacht, ne? Ja.
Ich habe tatsächlich schon 4 Kochshows gewonnen. Und das war dann, bei der letzten habe ich dann gesagt, ja, okay, vielleicht soll ich doch was mit Essen machen. Dann habe ich meinen Job gekündigt. Aber du hast auch viel Geld gewonnen, ne? Darf man das so sagen? Darf ja, ich habe in also ist ja wahrscheinlich kein Geheimnis, dass der Gewinner von der Sendung... Ja, ich hab bei The Taste gewonnen. Und ich war die erste Siegerin sozusagen und da gab es noch 100.000 Euro und jetzt gibt es nur noch 50. Gut abgepasst. Sehr gut abgepasst. Aber ich muss dazu sagen, dass das Geld nicht steuerfrei war. Ich habe 40.000 Euro ans Finanzamt Neukölln. Schöne Grüße überwiesen. In dem Sinne. Bitteschön. Gern geschehen. Aber besser haben als brauchen. Ich bin sehr, sehr glücklich. Wollen wir Orangensaft mit reinmachen? Dann ist es nicht so sauer. Ja. Schön fruchtig. Jetzt habe ich hier die Knoblauch-Ingwer-Paste. Und wie ist das so? Also wie lange dauert so ein Dreh für so eine... Also bei The Taste war es tatsächlich 3 Wochen. Man ist 3 Wochen im Hotel in Köln, wird jeden Morgen im schwarzen Van ins Studio gefahren. Man weiß gar nicht, was passiert. Das war ja auch die erste Staffel, man kannte das ja noch nicht so richtig. Und wie war so dein Nervositätslevel? Es war so schlimm. Also Wein, Schwitzen, Klassenfahrt, das ist so richtig krass. Und man denkt, das wäre das richtige Leben. Man denkt ja, die Fernsehshow, das ist es jetzt. Ja, und du musst es jetzt, also dass man gewinnt, damit rechnet man ja nicht. Und man wird auch so ehrgeizig und so... fokussiert so, man hat ja gar kein anderes Leben. Ja. Du isst mit den Leuten, du trinkst mit den Leuten. Ja, ich kann mir ungefähr vorstellen, ich habe ja auch ein paar Wettbewerbe mitgemacht, natürlich ohne Kamera. Aber der Druck ist schon enorm. Also man macht ja auch mit, weil man irgendwo auch gewinnen will. Ja. Am Anfang war mein Ansporn nicht unbedingt Gewinn, sondern Vorbereitung für die Prüfung, so, weil das ja der gleiche Ablauf ist wie bei der Gesellenprüfung. Ja. Aber ey, wenn du da stehst, dann willst du gewinnen. Ist irgendwann so, ne? Ja. Ich bin auch generell. Also ich bin auch gerne die Beste. Einfach. Beim Sport bin ich mega unehrgeizig. Ist mir so egal. Ja, schon als Kind, wenn die anderen schneller gelaufen sind, ist mir egal. Weiterwerfen ist mir egal. Aber beim Kochen, dann hackt es irgendwie so ein bisschen aus. Ich habe jetzt Fischsoße reingemacht. Nicht erst seit Vietnam bin ich sehr großer Fan von Fischsoße. Ich auch. Weißt du, wie die gemacht wird? Ja, ne? Ja. Aber erzähl gerne. Salzfisch in riesige Tanks und dann kommt das Ganze für 6 bis 12 Monate in die Sonne und was unten rausläuft, ist Fischsoße. Und auf Phu Vok zum Beispiel in Vietnam riecht es auch richtig fischig so. Ja. Wenn du durch die Straßen fährst, aber die dann Farms sind auch teilweise, also allgemein die ganzen ganze Fischzucht da drüben, grenzwertig. Aber es ist dann fermentiert und dadurch ist es nicht schlecht, sondern fermentiert ist ja jetzt so ein Ding. Ja. Und ich finde es einfach so eine geile andere Salzigkeit als Sojasauce. Und es schmeckt auch 1000-mal besser, als es riecht, weil es riecht ja so ein bisschen ungewaschen. Ja. Aber ungewaschen war's. Aber es schmeckt richtig gut. Honig für die Süße, weil das ist ja gerade in Vietnam so wichtig, diese Balance zwischen süß, sauer, scharf, salzig. Und ich glaube, da wird auch relativ viel Zucker tatsächlich benutzt. Ja. Also, schmeckt ihr das? Richtig geil. Ich guck mal eben schnell nach dem Spanferkel. Ja. Und? Sieht geil aus. Dann können wir vielleicht langsam die Marinade machen, oder? Au. Hey, wir müssen das natürlich das Brot noch backen. Haben wir fast vergessen. Au. Das sieht ja mega aus. Oder? Ich hab richtig Bock. Aber das kann noch. Ja. Das muss noch richtig schön kross werden. Guck mal, Zora. Und die Hefetierchen haben ganze Arbeit geleistet. Heftig. Weißt du, was immer mal mein Traum ist? Na? Badewanne voll Hefeteig. Und dann möchte ich mich da so reinlegen, so. So. Also ich habe eher so andere Träume. Guck mal, so. Love it. Ich finde, das ist auch ein geiler Mix. So eine schöne italienische Focaccia und einfach mal so ein Glas Nudelsalat. Mit eine Reise um die Welt. Ja. Und ein deutsches Schwein. Ja. Machen wir. Ich habe gelernt, dass man Focaccia ziemlich dünn ausrollen muss, weil die geht im Ofen noch so auf und da hat man dann so einen richtigen Apparillo. Ja. Den Spargel müssen wir auch noch schneiden für den Salat. Ne? Ich liebe übrigens Focaccia. Ja? Ja. Ich zeige euch nachher noch, wie man eine Hollandaise selber aufschlägt. In einem kleinen Erklärmal-Video. Deswegen behalte ich jetzt noch mal ein bisschen Spargel über. Und das könnt ihr euch dann auch schön angucken, ne? Also, aber jetzt mache ich den Focaccia-Move, ne? Ja. Diese Focaccia-Löcher. Ich weiß nicht, ob das wirklich essentiell ist, aber es macht auf jeden Fall Spaß. Ja, da läuft dann so schön das Öl rein. So, dann habe ich hier Ziegenfrischkäse, weil manchmal finde ich es Focaccia ein bisschen zu trocken. Findest du? Manchmal. Okay. Und mit Käse schmeckt ja alles besser. Sowieso. Ist ja die Regel. Und deswegen dachte ich, gibt es hier so kleine Ziegenfrischkäse-Inseln später.
Sehr nice. Jetzt fehlt nur noch die Marinade fürs Schwein. Das wird nämlich noch so ein bisschen bepinselt. Pass auf, und da verrate ich dir die Marinade von meiner Oma. Eigentlich ist es ein Geheimnis. Oha. Aber ich dachte, jetzt, wo wir im Klimasland sind, kann ich es mal freigeben, die Info. Einfach Thymian, Knoblauch, Sojasauce, Kümmel und Honig. Geil. Hier wahrscheinlich was im Mörser? Ja, vielleicht den Kümmel, weil viele Leute mögen nicht so gerne, wenn sie auf Kümmel rumbeißen. Ich mag zum Beispiel eigentlich gar keinen Kümmel. Ich mag sehr gerne Kreuzkümmel. Aber gerade zu Schwein ist es auch für die Verdauung sehr, sehr gut. Schwein und wenn Kümmel sind so. Und wenn es sehr fein ist, dann finde ich, geht's. Okay, deswegen, ne? Guter Tipp für zu Hause, wenn man für Leute kocht, die keinen Kümmel mögen, einfach klein hacken, das merken die dann gar nicht. Ja. Wichtig ist bei der Marinade, dass ihr die erst übers Schwein macht, wenn das Schwein schon fast fertig ist, weil sonst verbrennt euch das. Und gerade wegen des Honigs wird es dann sehr schwarz. Sesam, öffne dich! Ja! Oh, das sieht so geil aus! Boah, Alter! Ist das genial, ey! Guck mal, die Füße sind jetzt ein bisschen verbrannt, aber die essen wir ja eh nicht. Ich schon. Ja? Aber ich weiß nicht, warum das da so rübergewandert ist. Das wollte weg. Boah, das sieht so hübsch aus. Geil, hä? Aber weißt du was? Noch nicht crunchy? Die Kruste doch. Ist noch nicht. Ah ja, aber vielleicht stellenweise jetzt. Stellenweise noch nicht crunchy genug. Müssen wir vielleicht noch mal ein bisschen Hitze gleich geben. So. Das Spanferkel ist jetzt soweit. Wir haben den Glasnudelsalat fertig gemacht, wir haben die Focaccia fertig und jetzt muss nur noch das Schweinchen tranchiert werden. Ich habe es noch nie gemacht und ich meine, man nimmt immer erst die Schwarte runter, damit man es dann besser schneiden kann und deswegen... Guck mal. Ja, wirklich. Würde ich jetzt hier erstmal die Schwarte abziehen. Upsala. Guck mal, hier so, richtig so. Ja. Boah, kann mir mal ganz kurz hier nah rangehen, wie das saftig ist. Und das ist eben der Niedergartrick. Ne, guck mal. Es ist halt null und trocken. Es ist halt einfach nur mega saftig. Guck mal hier. Also Leute, wenn ihr mal ein Spanferkel macht, macht es auf jeden Fall mit Niedergaren. Das ist richtig geil. Ja, dann habt ihr auch nicht die Arbeit, dass ihr da so 6 Stunden am Grill stehen müsst. Das gart von alleine in dem Sous-Vide-Becken. Und wenn man es bestellt, dann macht das oftmals auch schon der Metzger. Mmh, das ist butterzart. Ist es, ne? So, Kinderleins. Oha. Wir haben da mal eine Kleinigkeit vorbereitet. Wer hat denn richtig Hunger? Ja, ich. Du, ne? Ich auch. Okay. So, ich wünsche allen einen guten Appetit. Guten Appetit. Guten Appetit. Danke, dass du's kommst. Oh, das ging jetzt auch recht schnell, ne? Der Spanferkel ist ja mal eben gemacht, kann man ja sagen. Ey, hat kaum 2 Tage gedauert. Das hat einen Grund, warum man das beim Fleisch auch vorbestellt. Oder? Unglaublich. Ich hab direkt auf Knorpel gebissen. Super. Oh, Waldo. Jetzt noch mal was Nettes sagen, bitte. Aber die Kruste ist ganz gut. Bist du auf der Straße viel angesprochen eigentlich? So? Nicht so oft. Also von so in Neukölln, von den Kids so, bist du nicht Feli von Yam Dam Dam? Das ist schon, aber eigentlich echt selten. Okay. Guck mal, in Berlin ist auch manchmal Brad Pitt, warum sollten die mich ansprechen? Also wirklich. Und Gourmet-Pate bist du auch noch, ne? Gourmet-Patin oder wie nennt sich das? Ja, für ein Kreuzfahrtschiff. Ne? Was ist das denn? Ja, für ich wusste nicht, dass man das werden kann. Was ist denn das? Na, ich mache so mindestens 3 Reisen im Jahr, so kulinarische Reisen, mache so ein bisschen Social Media für die, koche dann auf dem Schiff, mache ich Burger-Battle. Gourmet-Pate? Ja, bei AIDA ja. Richtig geil, dass du da warst. Ich würde mich freuen, wenn wir auf jeden Fall nochmal zusammen kochen. Irgendwie gerne auch ohne Kamera, hat auf jeden Fall mega Spaß gemacht. Ich komme gerne mal nach Berlin. Nächstes Mal kommen Gordon und Aljoscha von Veganes Ungesund. Das heißt, es gibt kein Ferkel, es gibt keinen Strauß, es wird nichts umgebracht. Wir gehen wahrscheinlich ein bisschen Bärlauch pflücken und das Rezept dazu habe ich mir noch nicht ausgedacht, wie immer. Und jetzt hauen wir noch ein bisschen rein und ich sag danke. Es war wunderschön. Ich sag danke. Amen. Ich komme wieder. Tschin, tschin. Danke euch. Mmh. Bärlauch ist sonst leider vorbei. Wie bitte? Bärlauch ist vorbei. Nein. Hier wächst noch bei uns, wirklich. Es gibt tatsächlich noch Wilden hier ja? bei uns. Ja, echt. Nein, gut. Und in Berlin, da, wenn du da bei dir eine Region gesammelt hast, in Berlin ist immer 5 Grad heißer. Ja. Deswegen sind wir hier 5 Grad hinterher. Hier wurde auch alles 2 Wochen später. Mhm.